Ja, vielen Dank, Herr Föhringer, für die schöne, nette Einführung. Überhaupt nochmal an die Organisatoren, großes Dank für die Organisation dieser Ringvorlesung. Das ist eine fantastische Idee, weil das auch zeigt, wie verschiedene Fächer doch von einem einzigen Konzept, in dem Fall der Entropie, profitieren und wie alles zusammengehört. Wir haben ja schon einige schöne Vorträge über die großen Elemente, das Universum, schwarze Löcher, Meteorologie gehört. Und heute geht es ins ganz Kleine und also in die ganz andere Richtung, aber auch da ist die Entropie, Clausius' Schöpfung, von extremer Wichtigkeit und ich versuche Ihnen das heute am Beispiel der molekularen Entropie zu erklären. Und natürlich, wenn man eine, was heißt natürlich, aber wenn man eine molekulare Entropie berechnen kann, dann ist man auf einem guten Weg, auch für noch größere, also kondensierte Systeme die Entropie zu berechnen, was letztendlich natürlich unser Ziel ist. Also heute, die molekulare Entropie steht im Vordergrund. Es ist schwierig, so eine Vorlesung zu konzipieren. Ich habe mir einige Gedanken gemacht. Es besteht immer das Problem, dass man zwischen Trivialität, das heißt, einige von Ihnen werden sich langweilen und andere werde ich vielleicht abhängen, weil teilweise dann doch auch etwas Mathematik involviert ist manchmal und etwas Abstraktion, die auf die Schnelle gerade so einer 45-Minuten-Veranstaltung oder Stunde schwer zu vermitteln ist. Ich hoffe, ich schaffe es trotzdem irgendwie. Ich fange mal an und erkläre Ihnen überhaupt, warum ich hier jetzt hier stehe. Ich habe zusammen mit meinem Studenten Philipp Pracht dieses Jahr ein Paper relativ hochrangig publiziert bekommen, was den Titel hat Berechnung der absoluten molekularen Entropie und Wärmekapazität einfach gemacht. Und das konnten wir relativ hochrangig publizieren, weil wir tatsächlich eine Software entwickelt haben und auch die zugrunde liegende Theorie etwas weiterentwickelt haben, um relativ einfach molekulare Entropien zu berechnen. Tatsächlich geht es auf Knopfdruck. Man ruft das Programm also auf mit dem Namen CREST. Ich werde noch mehr dazu sagen. Man muss natürlich eine Struktur des zu interessierenden Moleküls kennen und vorgeben. Und dann gibt es einen Command-Line-Flag Entropie und am Ende des Tages kommt ein Teil der molekularen Entropie raus. Und der Teil, der rauskommt, ist der sogenannte konformelle Teil. Und das ist ein besonders schwieriger und aber auch wichtiger. Und darum wird es im Wesentlichen gehen. Also erstmal, was ist molekulare Entropie? Und dann werde ich mich im Laufe des Vortrags dann auf den wichtigen Teil konzentrieren. Wir haben schon in dem Graphical Abstract zu dem Paper ein bisschen Anleihen zu der Ringvorlesung hier gemacht. Sie sehen hier ein Bild von Clausius. Aber wenn man in Entropie redet, ist Clausius nicht der einzige Name, den man hier erwähnen muss. Also die Namen Gibbs, Shannon und Boltzmann sind natürlich auch eng mit dem Begriff verknüpft. Und das haben wir ja auch schon in dieser Vortragsreihe gehört. So, was wir dann am Ende des Tages machen, wir haben eine Methode, die auch extrapoliert und wir bekommen dann einen Zahlenwert für die Konformationsentropie eines beliebigen Moleküls, was im Moment gewisse Größen nicht überschreiten soll, aber zumindest für interessierende Substanzen, also hier zum Beispiel pharmakologisch wichtige Wirkstoffe, in jetzt hier überlagert vielen Konformationen, für die funktioniert das schon. Inwieweit das dann in die Zukunft erweiterbar ist, muss man dann halt sehen. Aber es ist erstmal ein Startpunkt. So, bevor ich jetzt ein bisschen auf die Entropie eingehe, nehme ich mir doch einen Moment Zeit, um Ihnen ein bisschen das große Bild zu zeigen. Die Berechnung der Entropie ist so nicht unbedingt unser Hauptarbeitsgebiet. Wir sind eigentlich Quantenchemiker, rechnen normalerweise eigentlich eher die elektronische Struktur von Molekülen und auch kondensierten Systemen aus. Und was ist die Idee hier überhaupt dahinter? Also wir haben eine Idee und wir haben ein Problem. Das können zum Beispiel Materialien sein für Batterien oder auch Wirkstoffe. Und normalerweise hat man mehr
Ideen für Kandidaten, also für Moleküle, die man gerne hätte, als am Ende natürlich funktionieren, hier auf der rechten Seite. Das heißt, wir müssen diesen gigantischen, und der ist wirklich gigantischen Raum von Möglichkeiten, den die Chemie mit dem Periodensystem uns bietet, müssen wir irgendwie reduzieren. Und irgendwo dazwischen ist die thermodynamische Größe freie Enthalpie oder im Englischen Free Energy, ich werde jetzt immer nur von freier Energie reden, weil es sehr gebräuchlich ist. Dieses Delta G für einen chemischen Prozess, können auch elektronische Anregungen sein, eigentlich sehr, sehr allgemein, das gilt es zu berechnen oder in Betracht zu ziehen. Zum Beispiel geben Sie zwei Substanzen A und B zusammen und dann gibt es die Alternativen C und D, die beide verschiedene Triebkräfte haben zur Reaktion. Und dann möchte man gerne wissen, welche Reaktion läuft ab. Und das ist mit der freien Energie verknüpft. Jetzt können Sie das natürlich messen oder Messgrößen benutzen, aber es ist klar, dass die Experimente oft teuer sind oder lange dauern und manchmal auch sehr, sehr schwierig. Das heißt, kommt die theoretische Chemie ins Spiel. Wir versuchen also, die gleichen Größen, die man experimentell messen kann, mit Hilfe von theoretischen Modellen vorherzusagen. Was im besten Fall fast genauso gut und manchmal sogar besser funktioniert und oft schneller ist, weniger kostet und vielleicht heutzutage ganz besonders wichtig, nachhaltig ist in dem Sinne, dass wir keinen Abfall produzieren. Wir müssen tatsächlich auch an den Strombedarf denken. Unsere Rechnungen sind nicht kosten Strom, aber es ist im Normalfall, wenn man alles zusammenzählt, natürlich sehr viel günstiger als Experimente. So, jetzt geht es also um die Frage, wie berechnen wir für chemische Prozesse freie Energien? Und jetzt kommen wir schon ein bisschen mehr ins Detail. Das heißt, wir bauen uns ein theoretisches Modell eines Moleküls. Das ist im ersten Schritt einfach eine klassische Struktur. Das heißt, die Kerne hier, die Atome oder Elemente sitzen an bestimmten Positionen im Raum. Das ist eine gegebene Struktur, für die wir jetzt eine Energie berechnen können. Normalerweise benutzen wir dazu die elektronische Schrödinger-Gleichung. Und dann kennen wir die innere Energie des Moleküls, Kerne und Elektronen. Und wenn wir das in der Zeit propagieren wollen, machen wir das normalerweise klassisch. Das heißt, wir lösen die Newtonsche Bewegungsgleichung für die Kerne, wenn sie eine endliche Geschwindigkeit haben. Mit dieser Information kann man dann in die statistische Thermodynamik hineingehen. Und was man letztendlich berechnet, oder was man braucht, wie wir dann gleich noch diskutieren werden, sind die Energieniveaus, das heißt die möglichen Zustände des Moleküls im Phasenraum. Phasenraum heißt alle möglichen Anordnungen und Impulse der Teilchen. Und wenn man das dann gemacht hat, dann hat man im Prinzip schon das Problem für das isolierte Molekül gelöst. Das wäre toll, wenn das damit beendet wäre, nur leider finden die meisten Experimente jetzt in kondensierter Phase statt. Typischerweise in der Chemie in Lösung. Das heißt, wir haben die Moleküle gelöst. Das typische Lösungsmittel in der Biochemie, unser Körper, ist Wasser. Das heißt, die meisten aktiven Substanzen liegen in Wasser vor. Das heißt, wir müssen auch noch die Solvatation der Systeme berücksichtigen. Das ist noch eine Stufe in der Komplexität höher, über die ich heute gar nichts aussagen kann. Das heißt, ich verbleibe heute eigentlich in der Gasphase und betrachte erstmal nur das isolierte Molekül. Und dann sind wir tatsächlich, wenn wir dann alles zusammennehmen, also auch die freien Energiebeitrag der Solvatation, sind wir bei einer Größe, die wir tatsächlich mit dem Experiment mit der realen Welt vergleichen können. Okay, vielleicht noch ein bisschen mehr ins Detail gehend. Wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten, insbesondere hier, diese Energien hier zu berechnen. Da gibt es verschiedene Optionen. Manche von denen sind sehr genau, aber sehr aufwendig, insbesondere wenn wir wirklich die elektronische Schrödinger-Gleichung berechnen wollen. Andere haben etwas stärkeren Näherungscharakter, sind aber auch prinzipiell gut geeignet, wie Methoden der elektronischen Dichtefunktionaltheorie. Und wenn man das ganz billig haben will oder für sehr, sehr große Systeme wie Proteine zum Beispiel, versucht man das Ganze klassisch anzunähern. Was wir am Ende des Tages bekommen, ist eine sogenannte Potentialenergiefläche, das heißt, die Energie des Systems als Funktion der normalerweise Kern- und elektronischen Koordinaten. Und wenn wir also die Energie haben, können wir die ableiten und dann bekommen wir auch die Kräfte auf die Atome. Wenn wir die Kräfte auf die Atome kennen, dann können wir
Gleichgewichtsstrukturen berechnen oder das ganze System in der Zeit weiter propagieren und dann mit Hilfe der statistischen Mechanik eben thermodynamische Größen ausrechnen. Das ist also sozusagen unser Arbeitsprogramm. Und je nachdem, wie groß das System ist und wie schnell man es haben will und wie genau man es haben will, muss man jetzt hier vorne eben entsprechende Näherungen machen. Das ist eigentlich normalerweise unser Arbeitsgebiet, also Näherung, gute Näherung für die quantenmechanische Beschreibung der Potentialenergiefläche von einem Molekül zu machen. Da gibt es, wie ich eben gerade schon gesagt habe, fast ein Kontinuum an Möglichkeiten, wie Sie das tun können. Es geht hier los mit Wellenfunktionstheorie, da versuchen Sie wirklich die elektronische Schrödinger-Gleichung zu lösen, bis dann eben zu klassischen Kraftfeldern, die die Elektronen gar nicht mehr berücksichtigen, sondern nur noch die Atome als kleinste Einheiten. Und Sie können sogar noch weitergehen und Atome weiter zusammenfassen, wenn das System noch größer wird. Also mit klassischen Kraftfeldern werden typischerweise Proteinsimulationen gemacht. Und einige der Daten, die ich Ihnen nachher zeige, also molekulare Entropien, haben wir auch mit einem Kraftfeld gemacht. Wir versuchen aber so weit wie möglich auf Kraftfelder zu verzichten und eben wirkliche Elektronenstrukturtheorie zu machen, meistens DFT, und wir entwickeln selber normalerweise sogenannte semi-empirische Quantenchemieverfahren. Das hat jetzt erstmal noch nichts mit Entropie zu tun. Jetzt kommen wir so ein bisschen dahin, kleine Wiederholung, Grundelemente der Thermodynamik, der statistischen Mechanik auf 4 Folien, fast unmöglich. Ich weiß nicht, wie verständlich es ist in der Summe. Also wir interessieren uns ja letztendlich hier für irgendeine Reaktion A nach B. Das können beliebige Komponenten sein, aber wir vereinfachen das mal einfach, A reagiert zu B, aber es können natürlich ganz einfach zu verallgemeinern. Und dann gibt es eine dazugehörige effektive Arbeit, entweder Nutzarbeit, die man daraus ziehen kann oder eben die man reinstecken muss, um das System in einen anderen Zustand zu bringen. Die besteht aus einem enthalpischen oder Wärmeanteil und einem entropischen Anteil. Jetzt ist es nun leider so, dass wir die meisten Experimente und unser Leben findet bei endlichen Temperaturen statt, das heißt, das T ist leider nicht null, wäre gut für uns, dann könnten wir uns die Entropiebetrachtung sparen. Das T ist leider relativ groß, also normalerweise mindestens 300 Kelvin. Das heißt, wir müssen nicht nur die Änderung in dem energetischen oder enthalpischen Teil dieser Reaktion betrachten, sondern auch in dem entropischen. Das heißt, wenn man jetzt zwei Zustände A und B hat, zwei Moleküle A und B, dann bildet man einfach hier die Differenzen. Hier zwischen den absoluten Gibbs-Energien der Partner, und dann spaltet sich das einfach, weil es eine Summe ist, hier in die enthalpischen und die entropischen Beiträge auf. Und am letztendlich muss man also die innere Energie U der beteiligten Moleküle A und B rechnen. Und das machen wir normalerweise mit Quantenchemie-Methoden. Das reicht jetzt nicht aus für die Entropie, das heißt, wir müssen jetzt die Daten, die wir für A und B gewonnen haben aus dieser Quantenmechanikrechnung, in die statistische Mechanik reinstecken, um Ausdrücke und dann letztendlich auch numerische Werte für die Entropien, die absoluten Entropien von A und B zu bekommen. So, das wäre so im Prinzip unser Programm. Das Problem ist jetzt im Wesentlichen folgendes. Bisher haben wir nur 2 Rechnungen durchführen müssen, also formal für die Struktur von A und die Struktur von B. Aber für die Kenntnis der Entropie muss man nicht nur diese eine Struktur mit einer Energie kennen, sondern muss komplett alle mikroskopischen Zustände der jeweiligen Moleküle kennen. Das ist also die Grundannahme und das Grundtheorem sozusagen der ganzen Angelegenheit. Wenn wir also makroskopische Größen ausrechnen wollen, dann müssen wir also mitteln, wenn das System im Gleichgewicht ist, über alle Quantenzustände, die das Molekül einnehmen kann. Und wir reden jetzt im Moment eben über das isolierte Molekül. So, warum ist das so oder welche Gleichungen stehen damit in Zusammenhang?
Also erstmal ist es ganz wichtig, dass man weiß von diesen vielen Möglichkeiten, die ein Molekül einnehmen kann, die möglichen Zustände, wie wichtig die sind, wie wahrscheinlich sie sind. Das heißt, die haben alle eine Wahrscheinlichkeit P oder wir sagen Population P. Jeder dieser möglichen Zustände, und das sind wirklich eine Riesenzahl, Millionen, Trilliarden, extrem große Zahlen, das sind alles endliche Wahrscheinlichkeiten. Viele sind klein, aber die Frage ist halt, wie viele kleine Zahlen können sich aufsummieren zu einer insgesamt signifikanten Größe. So, und diese Wahrscheinlichkeiten rechnen wir aus über die Zustandssumme. Die Zustandssumme besteht aus Boltzmann-Faktoren. Und jetzt gehen hier zwei Dinge ein. Einmal die Temperatur, die ist gegeben für die Messung oder das Problem, was uns interessiert, normalerweise 300 Kelvin. Und was jetzt eingeht, spezifisch für jedes Molekül, und das ist das, was wir letztendlich berechnen müssen, sind die Energieniveaus, die überhaupt zur Verfügung stehen. Also welche Niveaus, wie ist der Phasenraum dieses Moleküls, was ist überhaupt erreichbar? Und was erreichbar ist, das sagen uns eben die Boltzmann-Faktoren bzw. die Zustandssumme. Das ist alles noch relativ einfach, solange wir uns für eine beliebige Eigenschaft X interessieren, wobei X jetzt nicht die Entropie ist, sondern irgendwas anderes, denn wir mitteln ganz einfach über die Eigenschaft von dem Zustand X und multiplizieren einfach mit der Population und dann gibt das den Mittel- oder Erwartungswert davon. Die Formel für die Entropie ist leider nicht so, ist komplizierter, denn die ist sogenannt, die ist im Prinzip hier, hatte nicht einfach ein X, sondern die hatten Logarithmus der Population. Und das ist die berühmte Gibbs-Chen-Entropieformel. Claude Chen hat das ganze Konzept auf die Informationstheorie angewandt, wo die gleiche Formel gilt, nur hier eben ohne den Boltzmann-Faktor. Es geht jetzt also darum, für uns das Problem, wir haben es mit sehr vielen Zuständen zu tun und müssen für diese vielen Zustände die Energie ausrechnen. Das ist das Grundproblem. Ich möchte das kurz vielleicht mal ein bisschen illustrieren, damit man ein Verständnis dafür hat. Ich habe jetzt mal ein Modellsystem konstruiert, das einfach nur 7 Zustände hat. 7 Zustände eines Moleküls bei 300 Kelvin. Und dann habe ich einfach Energien angenommen, die den typischen Konformationsenergien entsprechen, die wir nachher noch sehen werden. Die thermische Energie bei Raumtemperatur ist 0,6 Kilokalorien pro Mol. Das heißt, es gibt einen günstigsten Zustand, der auf 0 gesetzt ist. Und dann gibt es einen Energiezustand, der genau bei der Raumtemperatur liegt. Und dann gibt es noch einen, der etwas höher liegt. Und dann gibt es 4 andere, die relativ hoch liegen. So, und jetzt rechnen Sie mit der Boltzmann-Faktor-Formel einfach aus, wie groß Pi ist. Und dann sehen Sie, die Zustandssumme im Prinzip oder kumulativ, wenn Sie jetzt irgendein X mitteln würden, dann sind Sie beim dritten Konformär schon bei 99,5%. Warum? Weil die einfach viel tiefer liegen als die anderen 4 und das Ganze natürlich exponentiell abfällt, die Population. Also die Population der höheren hier ist 4% und dann sehr klein. Das heißt, für viele Eigenschaften, die einen in der Chemie interessieren würden, bräuchte man nur diese ersten 3 Zustände kennen. Das heißt, ganz wenige tiefliegende tragen für viele Eigenschaften signifikant bei und wir brauchen die höheren nicht. Leider ist nun die Logarithmusfunktion in der Gibbs-Chen-Formel sorgt jetzt dafür, dass das Ganze abgedämpft wird, beziehungsweise hohe Energien oder kleine Populationen kriegen mehr Gewicht. Wenn Sie also jetzt kumulativ für dasselbe System die Entropie berechnen, dann sehen Sie, dass Sie bei dem dritten fast 3% der Entropie verlieren, wenn Sie die höher liegenden weglassen. Und Sie müssen schon hier zu den hohen gehen, um auf einen gleichen kumulativen Wert von um die 99,9% zu kommen. Was für uns bedeutet, sogar sehr hoch liegende Niveaus, Zustände tragen für die Entropie bei. Man kann die Hochliegenden nicht einfach wegwerfen. Sie sind signifikant. Und leider gibt es eben von den Hochliegenden nicht linear mehr als von den Tiefliegenden. Das heißt, die Zahl,
wird nicht linear mit der Systemgröße immer größer. Das ist ein bisschen unser Problem. So, wie macht man es jetzt? Wir haben es also mit einer riesigen Zahl von Zuständen zu tun und wir müssen die Komplexität des Problems reduzieren auf Zustände oder Bewegungen, die wir irgendwie kennen und die wir am besten analytisch betrachten oder analytisch ausrechnen können. Gott sei Dank gibt es Teile, die man analytisch rechnen kann, beziehungsweise die man vernachlässigen kann. Die elektronischen Zustände sind normalerweise energetisch sehr, sehr hoch. Das heißt, die Zustandssumme ist 1, die braucht man normalerweise nicht betrachten. Die translatorische Zustandssumme, das heißt die Bewegung einfach des Molekülschwerpunkts im Raum, ist exakt, wenn man die Masse kennt und das gegebene Volumen. Das kennt man bei den Standardbedingungen, die wir normalerweise annehmen. Das ist also exakt. Die Rotationsbewegung, also die Rotation um den Schwerpunkt des Moleküls, ist eine extrem gute Näherung, wenn man den starren Rotator annimmt. Das heißt, diese obere Reihe haben wir im Prinzip erledigt. Das heißt, ein Großteil der Entropie, der ja dann am Ende des Tages additiv resultiert, wenn man das so zerlegt, haben wir bereits im Sack. Und jetzt sind wir eigentlich bei dem entscheidenden Punkt, oder das ist der schwierige Teil, das ist nämlich das, wenn sich in dem Molekül die Atome gegeneinander bewegen. Das sind die Schwingungen oder Normalschwingungen des Moleküls, die das ausführen kann. Und wir müssten also auch deren die Energien Hamanü kennen, das sind die Schwingungen, die man in erster Näherung in einem Infrarotspektrum messen kann und dann entsprechend auswerten für die Entropie. So, und die genau zu berechnen, ist immer noch ein Problem, was extrem komplex ist, wo wir jetzt also noch eine Näherung einführen müssen. Das sind also Näherungen von Näherung auf Näherung auf Näherung. Und das sind im Grunde genommen zwei Näherungen. Und eine lasse ich ein bisschen unter den Tisch fallen und auf die andere gehe ich dann ein. Was wir also tun, sind zwei Dinge. Wir machen erstmal eine harmonische Näherung. Das heißt, wir nähern die Bewegung der Atome hier durch ein harmonisches, das heißt quadratisches Potential an, was wir aus der Quantenmechanik berechnen. Das heißt, wir haben harmonische Oszillatoren für diese im Wesentlichen Streckschwingungen. Das sind die sehr wichtige. Da machen wir eine harmonische Näherung und dann separieren wir das Problem der Bewegungen, die eine sehr niedrige Frequenz beziehungsweise sehr langsam sind. Es gibt also sehr schnelle, hochfrequente Bewegungen in den meisten Molekülen und einen Satz von sehr langsam oder niederenergetischen. Das heißt, wir separieren das Problem ab in einen harmonischen Anteil und in einen sogenannten konformativen. Und in diesem konformativen, und wir machen im Wesentlichen die ganze Arbeit, die wir, oder fast die ganze Rechenarbeit geht in die Berechnung dieses konformativen Anteils rein. Ja, das ist nochmal hier vielleicht geschrieben zusammengefasst. Wir haben also diese vielen Zustände und wir machen die Näherung der sogenannten Rigid Rotor Harmonic Oscillator. Also die Rotation ist rigide und dann haben wir für die Schwingung die harmonische Näherung. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Es gibt leider ein Problem wieder mit der Entropie. Die Entropie verhält sich immer etwas merkwürdig oder für uns unangenehm. Wenn Sie die harmonische Näherung machen und diese Frequenzen werden immer kleiner, dann gibt es in der harmonischen Näherung eine sogenannte Katastrophe, denn wenn die gegen Null geht, dann geht die Entropie gegen unendlich, was unphysikalisch ist. Also die harmonische Näherung ist für, mit anderen Worten, die harmonische Näherung ist für kleine Frequenzen, für die Langsambewegung schlecht, die kann man nicht machen. Dieses Problem bin ich vor 10 Jahren schon mal angegangen und habe eine relativ praktikable Lösung dafür vorgeschlagen, auf die ich jetzt heute nicht mehr eingehe, oder ich kann da keine Zeit darauf einzugehen. So, und dann haben wir also sozusagen einen Teil dieses anharmonischen Problems gelöst, aber ein anderer Teil ist immer noch da, nämlich
Bewegungen können für diese niedrigfrequenten Schwingungen, weil die Energie sich nur wenig ändert, sie könnte große Amplituden machen. Das heißt, sie können großräumige Bewegungen von großen Teilen des Moleküls haben. Und das liefert uns andere Strukturen, die der Chemiker als Konformäre bezeichnet. Und damit verbunden ist ein konformativer Beitrag zu allen thermodynamischen Eigenschaften. Und jetzt heute interessiert uns im Wesentlichen der Konformelle. Das ist überhaupt nicht Teil der harmonischen Näherung und normaler Standardrechnung. Und alles, was ich jetzt erzähle und das ganze Paper, worüber ich am Anfang referiert habe, geht im Wesentlichen um die über die Berechnung dieser Konformationsentropie. Im Grunde genommen ist die Konformationsentropie oder Konformationsänderung, das ist ein Teil des niederenergetischen chemischen Raums. Also was können Moleküle machen, strukturelle Änderungen, die mit geringen Energieänderungen verknüpft sind. Also das ist zum Beispiel eine konformative Änderung, das ist Pentanmolekül, ein typisches Beispiel, wo Sie jetzt hier drehen formal um irgendeine dieser Bindungen und dann eine dreidimensionale andere Struktur bekommen, nämlich diese hier, ein Konformär. Sie können auch Protonen addieren, auch diese Änderungen sind in Lösung, Energieänderungen sind klein. Sie können Protonen wandern lassen in einem Molekül, dann bekommen Sie Tautomere. Das sind Enantiomere, also Verbindungen, die sogar die identische Energie haben und sich wie Bild und Spiegelbild verhalten. Und dann letztendlich, wenn man zur kondensierten Phase geht, dann ist es wichtig, Aggregate von Molekülen zu behandeln. Alle diese Spezies liegen in der Energie tief. Und tiefe Energie heißt, sie tragen massiv, weil die Populationen hoch sind, zur Entropie bei. Und es gibt zusätzlich noch sehr viele davon, weil die Energieänderungen einfach klein sind. Also viele von diesen Zuständen sind bei der Temperatur, die uns interessiert, einfach zugänglich. Ja, und jetzt müssen wir die alle irgendwie berechnen mit ihren dazugehörigen Energien, um das in die entsprechenden Boltzmann-Faktoren einzusetzen und dann die Zustandssummen auszuwerten. So, jetzt im Folgenden konzentriere ich mich bei diesem niederenergetischen Raum nur auf die Konformäre. So, was sind jetzt Konformäre genau? Also ich habe ja als Beispiel hier mal das Dialanin-Molekül. Sie können jetzt hier um irgendeine Bindung hier rotieren und dann sehen Sie, es entstehen zwei Strukturen, die völlig verschieden sind. Die interatomaren Abstände hier in den beiden Strukturen sind alle irgendwie verschieden, die Wechselwirkungen sind verschieden, es gibt eine ganz verschiedene innere Energie. Das heißt, das wäre Konformär 1, das hat eine Energie und das wäre Konformär 2, das hat eine hohe Energie und die Strukturen sind völlig verschieden und wir nennen es Konformäre. Das sind sogenannte Minima auf der Potentialhyperfläche. Das heißt, wir müssen im Grunde genommen, wir nennen das Geometrieoptimierung, durchführen, um die zu finden. Jetzt gibt es leider noch einen anderen Satz von Konformären, die aber wirklich, keine wirklichen Konformäre sind, und zwar durch Symmetrie. Sie können zum Beispiel hier in dieser Methylgruppe, Sie können hier einmal drumherum rotieren, dann ist H1 ist plötzlich da, H2 ist da und H3, die identische Kerne tauschen einfach nur ihre Plätze. Das ist eine Permutationssymmetrie. Die Energien der beiden Strukturen sind identisch. Aber Atome haben ihre Plätze getauscht. Das sind sogenannte Rotamere. Das heißt, jedes Konformär hat noch einen Satz von möglichen Rotamären, wie wir sie nennen. Man muss sie nämlich unterscheiden, die auch beitragen oder nicht beitragen, je nachdem. Auf jeden Fall, wenn man die Rechnung anstellt, dann weiß der Algorithmus erstmal nicht, ob hier drum rotiert wird und dass ein Konformär entsteht oder wenn hier drum rotiert wird, dass ein Rotamär entsteht. Wir müssen also algorithmisch später in unserem Programm unterscheiden, ob wir Konformäre gefunden haben oder Rotamäre. Und das ist auch ein wesentlicher Teil unserer Software, die wir da entwickeln, dass diese Unterscheidung zuverlässig gemacht wird. Denn es gibt wieder eine Besonderheit bei der Entropie. Die Konformäre zählen 1 zu 1 direkt in der Zustandssumme, aber Rotamäre nicht.
nicht, weil sie einfach nicht unterscheidbar sind. Es gibt kein Experiment, mit dem Sie die beiden unterscheiden können. Es ist einfach eine Symmetrie, die da ist und die taucht in der Entropie nicht auf. Enantiomere müssen wir extra behandeln, denn die tragen bei für die Entropie, weil die unterscheidbar sind. So, das heißt, wir müssen zwischen Rotameren, Konformeren und Enantiomeren unterscheiden, wenn wir unseren niederenergetischen Raum, wenn wir den generieren. So, jetzt mal ein bisschen mehr bildlich gesprochen, was Konformere bedeuten. Hier sind jetzt also drei Beispiele, drei Moleküle zunehmender Größe, Brom, Chlorpropan, wieder mal ein Dipeptid und hier ein Wirkstoff, antiviraler Wirkstoff. Und Sie sehen jeweils zwei Konformere und die dazugehörige Energie. Sie sehen zum Beispiel bei diesem großen Molekül, obwohl sich die räumliche Struktur drastisch ändert, ganz drastisch, ist die entsprechende Energieerhöhung relativ gering, nur 3 Kilogramm. So, und jetzt müssen wir also Algorithmen uns überlegen, die zwei Dinge können, die müssen oder Theorien entwickeln, die müssen erstmal diese Energien ausrechnen, möglichst genau, das ist eine Problematik. Die andere Problematik ist überhaupt, die zu generieren. Und wenn man sich das mal so auf einer vereinfachten Hyperfläche vorstellt, also die innere Bewegung des Moleküls ist ein extrem hochdimensionales Problem, aber man kann mal so bestimmte Variablen rausgreifen, hier zum Beispiel für die Konformation, das sind immer so Drehwinkel und dann kann man die Energie als Funktion dieser beiden Drehwinkel auftragen. Und dann sind eben Minima hier, das Blaue hier, das heißt das Molekül ist hier, ursprünglich hier und dann wandert es durch die Gegend. Oder wir waren hier, ursprünglich hier und wollen eigentlich zu diesem tiefsten Minimum. Wir müssen uns also auf einer extrem hochdimensionalen Energiehyperfläche bewegen und zwar möglichst effizient, denn wir wollen so wenig wie möglich Rechnungen machen. Jede Rechnung, die wir machen von dieser Energie als Funktion der ganzen Variablen, ist aufwendig. Naja, und wir müssen immer so ein bisschen die Genauigkeit im Kopf haben. Also da KT bei Raumtemperatur 0,6 Kilokalorien ist, sollten unsere Konformationsenergien, das heißt diese relativen Energien hier, sollten eine gute Genauigkeit haben. 0,1 Kilokalorien Differenz ist schon sehr herausfordernd. Und das ist ein Teil unserer Arbeit, halt Methoden zu entwickeln, die tatsächlich das liefern. So, darüber will ich jetzt aber auch nicht reden, sondern ich rede jetzt im Folgenden nur noch davon, wie wir jetzt diese Konformere erzeugen. Vielleicht erstmal davor, wie das dann weitergeht. Wir haben jetzt hier unsere Formeln, die Translation und Rotation hatten wir. Der Schwingungsanteil wird also aufgeteilt in einen harmonischen Anteil und den anharmonischen. Und dann bleibt der Konformationsanteil, den wir dann noch weiter aufteilen, ohne dann näher darauf einzugehen. Das heißt, die Teile, die da drin stecken, rechnen wir mit verschiedenen Methoden. Also für den einen Teil nehmen wir die Dichtefunktionaltheorie und für den anderen nehmen wir Kraftfelder oder Semi-Empirik. Vielleicht nochmal die Grundidee dieser wesentlichen Vereinfachung. Das kann man ganz gut verstehen, wenn man sich zum Beispiel mal die Normalschwingungen, die tiefsten hier in dem Ethanolmolekül anschaut. Das ist jetzt also eine harmonische Näherung. Die Atome schwingen jetzt harmonisch um ihre Gleichgewichtslage, aber man sieht schon, es ist gar keine Bewegung, die man durch ein quadratisches Potential gut beschreiben kann, sondern es ist letztendlich eine Drehung. Man müsste ja eigentlich Sinus- oder Cosinus-Funktionen oder Summen davon ansetzen. Und dann wird das Problem sofort anharmonisch und kompliziert. Und weil dieses anharmonische, voll anharmonische Problem so extrem kompliziert ist, machen wir, wie ich schon erwähnt habe, Folgendes. Wir nehmen also die kontinuierliche Hyperfläche oder diese Kurve hier als Beispiel, machen die harmonische Näherung, dann zerfällt das Anharmonische in einzelne Harmonische, die wir dann separat lösen. Und diese verschiedenen Minima ergeben sich dann in Gleichgewichtsstrukturen für die Konformere. Das heißt, wir benutzen dann die Gibbs-Shannon-Formel, da gehen die Energieniveaus der Konformere ein und für den Rest nehmen wir hier eine modifizierte
harmonische Näherung. Und so bauen wir dann unsere Gesamtentropie zusammen. Es ist also relativ kompliziert, aber das liegt in der Natur der Sache, denn die Entropie ist tatsächlich die komplexeste Größe, die man sich da vorstellen kann. So, wie generieren wir jetzt die Konformäre? Das ist beim Ethanolmolekül ist das einfach, das kann man sich überlegen, welche Konformäre es gibt. Selbst für etwas größere kann man noch hinschreiben, im Grunde genommen, wie viele Konformäre es gibt und wie die möglicherweise aussehen. Aber für den allgemeinen Fall ist das natürlich aussichtslos. Das heißt, wir müssen uns allgemeine Algorithmen überlegen, wie wir uns effizient auf dieser Hyperfläche bewegen. So, ich hatte ja definiert, dass Konformäre sind minimal auf der Potentialhyperfläche. Das heißt, wir müssen einfach nur einen Optimierungsalgorithmus anwenden. Das heißt, wir nehmen eine Startstruktur, die irgendwo herkommt, und machen dann eine sogenannte Geometrieoptimierung. Das heißt, wir minimieren die Energie als Funktion aller inneren Koordinaten. Das ist eine etablierte Technologie, die man seit 40 Jahren, 50 Jahren in der Quantenchemie einsetzt und die auch sehr, sehr gut funktioniert. Man kommt also für so ein typisches Molekül, das ist hier Penicillin, so in 50, 100 Energie- und Kraftevaluierungsschritten kommt man zu einem lokalen Minimum. Dann hat man aber nur eins gefunden, eins von möglicherweise sehr viel. So, jetzt ist das nur der eine Teil der Lösung des Problems. Wie generiert man jetzt also diese Startstruktur? Ich bin hier von einer Struktur ausgegangen und habe die einfach nur die Energie minimiert. Und dann ist das in das nächste lokale Minimum gelaufen. Ich muss jetzt also einen anderen Algorithmus dazu schalten, der mir diese ganzen Konformationen, die möglich sind, generiert. Es gibt Algorithmen, die tatsächlich versuchen, das händisch durchdrehen, um alle formalen Einfachbindungen zu machen. Das ist aussichtslos, weil das Problem exponentiell in Komplexität wächst. Das geht also nicht. So, wir machen Folgendes, wir benutzen Molekulardynamik und Molekulardynamik in modifizierter Version. So, was ist Molekulardynamik? Man gibt den Atomen hier kinetische Energie, dann bewegen sie sich und dann propagiert man die Newtonschen Bewegungsgleichungen, sodass man eine Zeitpropagation der Struktur hat. Und wenn die Temperatur nur hoch genug ist, dann generiert man tatsächlich hier Strukturen, die verschiedenen Konformären entsprechen. Das heißt, entlang so einer MD-Trajektorie entnimmt man jetzt einfach in bestimmten Abständen, zum Beispiel einfach äquidistant, entnimmt man einfach sogenannte Snapshots und führt die dann in eine Geometrieoptimierung. Und wenn man das nur oft genug macht, kriegt man ein Ensemble von Strukturen. Die muss man nur miteinander vergleichen, man muss Doppelte rausschmeißen und nach Rotamären und Konformären sortieren. Und dann hat man ein Ensemble, was man in die Zustandssumme reinstecken kann. Das ist also physikalisch sehr plausibel, weil sich die Moleküle tatsächlich klassisch so bewegen. Und man kann es auch tatsächlich generell anwenden, solange man nur eine Potentialenergiefläche gegeben hat. Irgendeine. Kann ein Kraftfeld sein, kann eine Quantenchemie sein, Semiempirik, das ist völlig egal. Der einzig wirkliche fundamentale Nachteil ist davon, dass es extrem langsam ist. Wenn die Moleküle groß werden, gibt es Barrieren, Energiebarrieren, die man in endlicher Zeit in so einer Simulation nicht überschreiten kann. Wir haben ja eine endliche Zeit vorgegeben, die man simulieren kann. Typisch sind so Pikosekunden, manchmal Nanosekunden. Das reicht normalerweise nicht aus, um Barrieren zu überwinden, die man aber überwinden muss, um zu wirklich anderen Strukturen zu kommen. Man kann sich vorstellen, wenn das System groß ist, sind die effektiven Massen so groß, die sich da bewegen, dass die Zeitskalen langsam werden. Die funktionellen Gruppen in einem Molekül bewegen sich dann nur noch auf Mikrosekunden oder Millisekunden Zeitskalen. Das werden wir in einer klassischen Molekulardynamik niemals erreichen. Das heißt, die MD-Technik ist plausibel und vernünftig, aber in der Praxis eigentlich nicht nutzbar, jedenfalls nicht für größere Systeme. So, was wir jetzt machen, ist, wir greifen eine Idee auf, die schon seit 30 Jahren oder 20 bis 30 Jahren bekannt ist, die sogenannte Metadynamik. Das heißt, wir haben einen Konformations-Sampling-Algorithmus entwickelt, der Metadynamik benutzt. Das ist eigentlich eine Dynamik, so wie ich es gerade skizziert habe, aber die jetzt auf einer Potentialfläche, Energiefläche stattfindet, die wir artifiziell modifizieren.
Das ist also in diesem Bild, kann man sich das so vorstellen, wir fangen irgendwo an, das ist unsere Startstruktur, unser Startkonformär, und wir wollen jetzt in andere Konformäre finden, die durch Energiebarrieren getrennt sind, und die sind so hoch, diese Barrieren, dass wir in einer normalen MD praktisch nie erreichen würden. Jetzt machen wir Folgendes, jetzt addieren wir zu dem wahren, realen Potenzial des Moleküls, unserer Methode, addieren wir ein Bias-Potenzial, was die Energie hier lokal an dieser Stelle erhöht. Das heißt, wir modifizieren die Fläche so, dass die Barrieren kleiner werden oder sogar verschwinden. Und dann kann das System in einer normalen Molekulardynamik mit diesem Bias-Potenzial über diese Barrieren rüber. Wenn es über diese Barriere rüber geht, sind wir da, dann wissen wir, wir haben eine neue Struktur, dann addieren wir da wieder ein Bias-Potenzial an der neuen Stelle drauf. Das heißt, dieses Bias-Potenzial wird immer länger und immer komplizierter. Das heißt, wir führen eine Strukturliste und merken uns immer, wo wir schon waren. Und überall, wo man schon war, erhöht man künstlich die Energie. Und so kommt man relativ einfach auch in das dritte Minimum. Die Kunst oder der Trick oder das Detail, was aber wichtig ist, ist dann letztendlich, in welchem Koordinatensystem man das hier macht, da wir wieder mal sehr ein hochdimensionales Problem haben, und man macht das in einem kartesischen RMSD-System. Aber das ist jetzt für das Verständnis der Technologie ist das nicht wichtig. Ja, und das ist hier mal so ein Beispiel hier, das ist dasselbe wie vorher. Wir könnten zum Beispiel da starten, das ist das globale Minimum, das haben wir schon, das kennen wir vielleicht zufällig, aber wir wollen andere finden, um die Entropie auszurechnen. Und jetzt addieren wir ein Bias-Potenzial, das ist einfach eine Gauss-Funktion normalerweise, und dann verschwindet dieses Minimum, alles wird angehoben, aber hier hinten das ist relativ in der Energie dann niedriger, und wenn Sie auf dieser modifizierten Fläche die MD laufen lassen, dann fallen Sie sofort in ein anderes Minimum. So, und ich zeige Ihnen das jetzt mal für so einen typisches Testmolekül. Ein langes Alkan, das ist ein extrem flexibles System mit sehr, sehr vielen Minima. Und was Sie jetzt hier oben sehen, rechts oben ist also eine 100 Pikosekunden MD mit einem gewissen Zeitschritt. Und Sie sehen, das bewegt sich und es werden auch Konformäre erzeugt oder es entstehen neue Strukturen, aber es dauert eben relativ lange. 100 Pikosekunden ist schon für uns, wenn die zugrunde liegende Methode relativ teuer ist, das tut schon weh. Man würde also, man erreicht sicherlich nicht alle Konformäre. Sie sehen schon, das bleibt dann auch manchmal in anderen Konformären einfach hängen, sozusagen. Und wir verschwenden nutzlos Rechenzeit in diesen, sage ich mal, Strukturen, die schon bekannt sind, sozusagen. Also wenn Sie jetzt dasselbe in der Metadynamik machen, das ist die gleiche Parameter, bloß das Bias-Potenzial, dann sehen Sie, haben praktisch 100 Pikosekunden den kompletten Phasenraum des Alkans abgesampelt. Das heißt, wir müssen dann nur eben die Snapshots ziehen, Geometrieoptimierung machen und dann haben wir ein relativ vollständiges Ensemble für so ein hochflexibles System. Ja, und dann hatte ich Ihnen schon gesagt, die Entropie ist sehr empfindlich auf die hochliegenden Konformäre, das heißt, die müssen wir auch finden. Das heißt, wir machen das Ganze iterativ hier und extrapolieren das dann. Also wir extrapolieren sozusagen auf unendlich lange Laufzeit des Algorithmus. Andernfalls würde uns immer ein kleiner Teil fehlen. Und zwischendurch, nach jeder dieser Metadynamik-Simulationen, macht man eben diese Geometrieoptimierung, unterscheidet zwischen Rotamären und Konformären und dann an dem Punkt können wir schon eine Schätzung für die Entropie nehmen und die verwenden, um dann zu gucken, ob der Algorithmus konvergiert ist. Und am Ende des Tages kommt, ohne dass der Nutzer jetzt irgendwas weiter tun muss, kommt eine Konformationsentropie raus, die dann einfach zu der harmonischen oder quasi-harmonischen dazu addiert wird. Ja, das sind mal so Zahlen, damit Sie mal sehen, worüber hier überhaupt reden. Zwei Moleküle, ein Dekan, also ein langes Alkan, Tamiflu ist ein antiviraler Wirkstoff
ungefähr 50 Atome in der Größe, also etwas größer. Von den Alkanen kennt man gut die experimentellen Werte, von dem Tamiflu leider nicht. Experimentelle absolute Gasphasenentropien sind nicht wahnsinnig viele bekannt. Also wir haben nicht sehr viele Werte, mit denen wir vergleichen können, aber Sie sehen, das ist praktisch spot on, wenn Sie die Werte hier vergleichen. Das ist praktisch exakt. Wir hoffen mal, oder wir sind eigentlich relativ zuversichtlich, dass man eine ähnliche Genauigkeit von ungefähr 1% auch für kompliziertere Systeme hat. Und dann kann man da mal sich angucken, wie sich das aufteilt. Also wir haben hier die Teile, Schwingung, Rotation, Translation sind alle ungefähr gleich groß, hängt ein bisschen von der Masse der Atome und so weiter ab. Der anharmonische Beitrag ist hier relativ klein, aber hier schon substanziell, das sind 4 Entropieeinheiten. Und hier ist der Konformationsbeitrag, also in beiden Fällen von dem Gesamtwert, also fast 10%. Also wenn Sie das nicht berücksichtigen, haben Sie 10% Fehler in der Entropie und die Entropie selber ist eine große Zahl, die jetzt noch mit T multipliziert wird natürlich. Und je größer T, desto größer wird der Fehler in der freien Energie, den Sie dann machen. Wir haben das natürlich nicht nur an Dekan getestet, sondern es gibt für kleine Moleküle gibt es Benchmark-Sätze, an denen man das überprüft. Das ist hier so einer, den wir aus der Literatur genommen haben und den wir dann erweitert haben. So kleine, mittelgroße Moleküle, experimentelle Werte gegen berechnete. Und diese gestrichelten Linien, die geben uns so ein Intervall an, in dem der Wert sein sollte, wenn wir chemisch genau sein wollen. Und Sie sehen, unsere Dreiecke und Kreuze, die liegen da im Wesentlichen drin. Wenn man die Konformationsentropie nicht berücksichtigt, liegen wir ganz klar draußen für die größeren Moleküle, die flexibel sind. Die kleinen Moleküle hier, die sind alle natürlich, haben kaum Konformäre und logischerweise auch keine Konformationsentropie und deshalb gibt es da auch keine Korrektur. Und es ist auch nicht wichtig. Aber schon mittelgroße Moleküle sind so flexibel, dass man es unbedingt mitnehmen muss. So, jetzt die extremsten oder größten Fälle, für die es experimentelle Werte gibt, sind also N-Alkane. Da gibt es Werte bis C20, glaube ich. Wir haben hier bis C18 gerechnet. Das ist also eine wirkliche Herausforderung und die wirklich zeigt, ob man es im Griff hat oder nicht. Und diese Kreise hier und diese gestrichelten Linien sind die Werte ohne Konformationsentropie. Sie sehen, wie substanziell falsch sie sind, wenn Sie so für ein flexibles System diesen Beitrag nicht mitnehmen. Und Sie sehen auch, bis C12 sind wir praktisch spot on. C14 weicht etwas ab und C18 dann schon etwas deutlicher. Was bedeutet, wir kriegen von den astronomisch vielen hochliegenden Konformationen, fehlen uns dann wohl am Ende des Tages doch ein paar. Nichtsdestotrotz ist das, was wir im Moment haben, schon mal deutlich besser als das, was bisher in der Literatur existiert ist. Und ja, diese, sage ich mal, schon überzeugende Genauigkeit hier war wohl auch der Grund, warum wir das dann doch relativ hochrangig publizieren konnten. Ja, vielleicht noch so, als damit man es mal im Kopf hat, wir nehmen immer T mal S, ne, um dann zur freien Energie zu kommen. Und irgendwie hat man dann im Kopf, als wenn die Entropie irgendwie eine Konstante wäre, aber das stimmt natürlich nicht. Die Entropie ist selber temperaturabhängig. In den Boltzmann-Faktoren steht die T drin. Das heißt, die Populationen sind temperaturabhängig. Die Fläche ist natürlich nicht temperaturabhängig, aber die P's. Und deswegen ist die Entropie selber stark temperaturabhängig. Und Sie sehen hier mal zwei Beispiele, wo es experimentelle Werte gibt für Hexan und Dekan. Für Hexan sind wir spot on. Als Funktion der Temperatur, also Raumtemperatur bis 1000 Kelvin. Hier für Dekan gibt es so eine systematische Abweichung. Ich bin gar nicht ganz sicher, dass die experimentellen Werte richtig sind, denn so bei 1000 Kelvin fängt so ein Alkan sich an zu zersetzen. Also ich bin skeptisch, ob die Experimente tatsächlich viel besser sind als unsere Rechnung. Es ist auf jeden Fall, die Übereinstimmung ist sehr gut und für die meisten Zwecke im Moment ausreichend. Ja, jetzt zum Ende, bin schon fast fertig. Vielleicht mal so für chemische Reaktionen macht es da auch einen Beitrag. Also hier so eine Ringschlussreaktion, typische organische Synthese, hier eine katalytische Reaktion,
hier eine nicht-kovalente Wechselwirkung. Und dann habe ich immer den Energiebeitrag. Ne? Sie können das ja alles aufteilen in Energie, Enthalpie und dann freie Energie und Entropiebeiträge. Da wird der Arne Lützen bestimmt was zu sagen. Für die Supramolekulare ist das, die Chemie ist das wichtig. Energie, Entropie, Kompensation ist ein großes Stichwort, ein großes Schlagwort. Auch für Wirkstoffaffinitäten ist das relevant. Und Sie sehen mal hier, wir haben Delta E ist 15 Kilokalorien für diese Reaktion, also exotherm. Dann ist es minus 10 hexagonisch, das heißt, da ändert sich was von Energie zu freier Energie. Und dann haben Sie nochmal einen Beitrag von 20% oder so durch den Konformationsteil. Sie hätten also ohne das, was wir jetzt entwickelt haben, einen Fehler von 20% in dieser freien Energie, was durchaus substanziell sein kann, je nachdem, um welche Anwendungen es geht. Das hängt natürlich immer davon ab, wie groß der Wert absolut ist. Da gibt es keine Beschränkung. Chemie kann auch 0 sein oder minus 10 oder plus 100 oder so. Die Angabe von relativen Fehlern ist in der Chemie so ein bisschen so eine Sache. Sie sehen das hier, der Wert ist plötzlich sehr klein, numerisch 5. Und wenn Sie das da vernachlässigen, die 2 Kilokalorien der konformationsfreien Energie, dann sind Sie 50% falsch oder 100%, je nachdem, was der Referenzpunkt ist. Also Konformationsentropie und freie Energie kann durchaus substanziell sein. Man hat das bisher noch wenig untersucht, einfach weil es wenig robuste Methoden gab, die man eben so per Knopfdruck einsetzen kann. Und das ist eben, war das Ziel dieser Arbeit, wirklich etwas zu machen, was mit ganz wenig Know-how und Aufwand auch von Anwendern der Quantenchemie gemacht werden kann. Ich hatte es angedeutet schon am Anfang, das Ganze ist jetzt erstmal in der Gasphase, das isolierte Molekül. Wir müssen jetzt in die kondensierte Phase gehen, was die Schwierigkeit nochmal natürlich extrem erhöht, einfach weil die Zahl der möglichen Zustände nochmal drastisch zunimmt, weil das Lösungsmittel natürlich auch Zustände beiträgt. Das Erste, was wir gemacht haben, wir haben die Moleküle, Drugs hier, also typische Drugs, die Sie auch einnehmen, im Zweifelsfall, da haben wir mal ein Kontinuum-Lösungsmittel verwendet. Das heißt, wo die Lösungsmittelmoleküle nicht explizit als Lösungsmittel da sind, sondern nur sozusagen effektiv im Mittel durch ihren Effekt auf die Elektrostatik und den Raumbedarf Einfluss nehmen. Und dann haben wir die Entropien ausgerechnet in der Gasphase, das sind die gelben Balken, in Hexan, das ist ein unpolares Lösungsmittel, und hier in Wasser als polares, typisches Lösungsmittel in der Anwendung. Und dann sehen Sie, das ist jetzt nur die Konformationsentropie, dass die sich schon teilweise substanziell unterscheiden. Das ist hier teilweise fast ein Faktor 2 zwischen Gasphase und Lösung. Oder dem einen und dem anderen Lösungsmittel gibt es auch substanzielle Unterschiede, hier zum Beispiel. Das ist bisher jetzt noch nicht verstanden so genau, woran das liegt, und das sind auch die ersten Daten, die es da überhaupt so gibt. Man muss natürlich gucken, inwieweit sind die Zahlen überhaupt richtig oder aussagekräftig, was halt eine Kontinuumsbeschreibung des Lösungsmitteleinfluss ist. Aber es ist erstmal ein ganz solider Startpunkt, weil wir zumindest ganz gut wissen, dass die eigentliche Entropieberechnung auf relativ soliden Füßen steht. Okay, ja, damit bin ich auch schon am Ende. Ich hoffe, es war nicht zu viel, zu kompliziert, zu durcheinander. Der Dank gilt an meine Studenten, zuerst mal Philipp Pracht, der gerade fertig geworden ist, der mit mir zusammen das CREST-Programm geschrieben hat und jetzt der Hauptautor davon ist. Dann Fabian, der auch am CREST mitgewirkt hat und ein Folgeprogramm geschrieben hat, mit dem man CREST-Ensembles weiterverarbeitet. Sebastian ist bei mir zuständig für das semi-empirische Programm, mit dem wir die meisten Rechnungen machen. Der andere Sebastian ist gerade fertig geworden auch, und der hat mit mir das Kraftfeld zusammen gemacht. Das Kraftfeld ist im Moment die Hauptmethode, um die Entropien zu berechnen, weil man einfach eine wahnsinnige Zahl von Geometrieoptimierungen machen muss. Ja, dann natürlich Andreas Hansen, der mich in allem Möglichen unterstützt, aber auch wissenschaftlich arbeitet, wenn es zum Beispiel darum geht, sehr hochgenaue Kappel-Cluster-Rechnungen für Elektronenstruktur zu machen. Unsere Programme sind alle frei verfügbar auf GitHub,
Und wir benutzen natürlich auch andere Quantenchemie-Software, da möchte ich im Wesentlichen Orca nennen, was der Frank Nese in Mülheim entwickelt, und dann das Turbomol, was wir auch seit Jahren oder Jahrzehnten benutzen. Ja, finanzielle Unterstützung hauptsächlich von der DFG. Ja, dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ja, lieber Stefan Grimme, vielen herzlichen Dank für diesen Vortrag. Ich denke mal, ich sage nicht zu viel, wenn ich behaupte, dass der Rudolf Clausius, wenn er bei diesem Vortrag dabei gewesen wäre, sicherlich schwer beeindruckt gewesen wäre, was Sie aus seiner Entropie gemacht haben. Ich denke, dieser Vortrag ist, wie wir das ja so immer machen, jede Woche, offen nun für ein akademisches Gespräch. Wer möchte dann anfangen? Wer möchte eine Frage stellen? Ja, ich komme mal darüber. Sie hatten ja gesagt, dass wir den harmonischen Oszillator als Vereinfachung annehmen. Aber trotzdem haben Sie später dann von anharmonischen Beiträgen geredet, wo dann für mich unklar war, wie wir zu anharmonischen kommen, wenn wir harmonisch annehmen. Ja, sehr gute Frage. Ich hatte keine Zeit, darauf einzugehen. Das Problem des harmonischen Oszillators ist für niedrige Frequenzen, wo die Entropie gegen unendlich geht, einfach weil sie eine unendliche Zahl von Zuständen haben bei fast gleicher Energie, was zu einer unendlichen Entropie führt, was aber natürlich unphysikalisch ist. Was ich mache, ist, ich schneide diese harmonischen Bewegungen bei tiefen Frequenzen ab und ersetze sie durch Rotation. Wenn man sieht, dass es Rotationen sind, und dann habe ich eine Switching-Function, die bei kleinen oder als Funktion der Frequenz zwischen einer Rotationsbeschreibung des Moleküls oder der Teile und einer Schwingungsbeschreibung im harmonischen Bild hin und her schaltet. Das heißt, das wird eigentlich weggedämpft, was der harmonische Oszillator bei kleinen Frequenzen falsch macht. Und das würde ich so als eine Poor Man's harmonische Korrektur oder anharmonische Korrektur nennen. Wenn man versucht, das explizit zu machen, das machen Kollegen von mir, das funktioniert auch, aber man ist limitiert in der Größe und Komplexität. Man kann dann 20 Atome behandeln und dann ist ziemlich Schluss, vielleicht 30 oder so. Aber es ist definitiv nichts, was man für 300 oder 500 Atome machen kann. Wenn man in diese Richtung will, in diesem Bereich, dann muss man etwas Einfacheres, Robustes machen. Ja, gibt es weitere Fragen? Ja, Stefan, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Du hast viele erzählt am Ende über Beispiele und gezeigt, wie die Entropie sich auswirkt auf drei verschiedene Reaktionen. Wie kann man das denn chemisch interpretieren? Weil ich versuche mal so ein bisschen Intuition zu gewinnen. Die Beiträge, in einem Fall war das positiv, im anderen Fall war das negativ. Kannst du irgendwas dazu sagen, wieso das in einem Fall negativ ist und wieso im anderen Fall positiv? Ja gut, also ehrlicherweise muss ich sagen, da die Ergebnisse noch nicht so wahnsinnig lange vorliegen und wir auch noch nicht so viele Tests gemacht haben, kann ich so empirisch gar nicht so viel dazu sagen. Aber es ist natürlich klar, dass wir letzten Endes immer A und B miteinander vergleichen. Und wichtig ist A und B gleich flexibel oder verschieden flexibel? Wenn A und B gleich flexibel sind, dann rechne ich für beide Strukturen dieselbe Konformationsentropie aus und es hebt sich raus. Also wichtig ist, ob sich die Konformativität, also die Flexibilität, sagen wir mal, während der Reaktion oder in den Reaktionsprodukten und Edukten, ob sich die unterscheidet. Das eine war ja eine Ringschlussreaktion, das ist klar. Da machst du aus einer flexiblen Struktur eine rigidere und dann verlierst du entsprechend Konformationsentropie. Das ist noch relativ einsichtig. Aber wenn die Struktur natürlich nicht so klar chemisch ist, dann ja, weiß ich noch nicht so genau. Ja, also erstmal so strukturell versucht man das natürlich zu interpretieren. Wir haben ja auch so Flexibilitätsmaße. Ne? Wie flexibel ist ein Molekül, um unsere ganzen technischen Parameter aufzusetzen? Die könnte man mal versuchen, damit zu korrelieren zum Beispiel. Das haben wir auch schon mal gemacht. Wenn jetzt so Lösungsmitteleinflüsse reinkommen, das hat der Johannes ja mal probiert,
da wird es schon schwieriger. Manchmal kann man sich was vorstellen, wenn also ein Wasserstoffbrückennetzwerk durch das Wasser irgendwie aufgebrochen wird, dann wird es flexibler. Solche Überlegungen sind sicherlich manchmal richtig. Aber wenn die Flächen natürlich sehr komplex werden, also dann sind es auch, ich meine, wir reden ja über Milliarden von naja, also nicht Milliarden, in der größten Rechnung haben wir dann summiert tatsächlich immer noch über 50.000 oder 100.000 Strukturen. Ja, also da ein Verständnis reinzubringen, ist natürlich grundsätzlich ein bisschen schwierig. Aber deine Frage ist natürlich richtig, man würde gerne lernen, ob es Daumenregeln gibt, wann es wichtig ist und wann nicht. Also wann muss ich das überhaupt anwerfen, den ganzen Kram. Weil ganz umsonst ist es nicht, die Rechnung dauert schon einen Moment. Ja, vielen Dank für einen anregenden Vortrag. Also ich habe im Prinzip gleich mehrere Fragen. Die eine Frage ist, kann man einfach verstehen, warum die Entropie gegen unendlich geht für das harmonische Potential oder nochmal anders gefragt, ist das nur für das harmonische oder auch für ein x hoch 4 oder was auch immer Potential? Also ein stärker einschränkendes Potential würde auch noch immer das gegen... Naja, man hat ja das, das niemals aufhört, hat man erstmal eine unendliche Zahl von Zuständen der gleichen Energie. Die Abstände sind immer gleich. Wenn die, also wenn die Grundfrequenz gegen Null geht, die Symmetrie letzten Endes, ja, dann gehen alle Frequenzen gegen Null. Das heißt, man hat artifiziell in einem endlichen System eine unendliche Anzahl von Zuständen, die natürlich nicht existieren. Die existieren da einfach dadurch, dass das Potenzial bis ins Unendliche weitergeht, was nicht so ist. Okay, meine nächste Frage wäre, es war immer die Rede von den Potentialminima und die, ich habe verstanden, dass um die Potentialminima zu finden, sind natürlich die Schwellen dazwischen irgendwie unangenehm. Aber spielen die Schwellen, die Höhe der Schwellen, spielt das bei der Berechnung der Entropie denn irgendeine Rolle? Nein, nein. Wir müssen nur drüber kommen. Für die Entropie als Gleichgewichtseigenschaft ist das irrelevant. Die Höhen, die dazwischen, die maximal, die Übergangszustände, wie wir sagen, die dazwischen liegen, die lokalen Maxima, sind für die Kinetik der Sache eine entscheidende Rolle, wie langsam der Prozess oder schnell der abläuft, aber letztendlich für die Gleichgewichtslage ist es irrelevant. Wir müssen nur drüber kommen mit möglichst wenig Rechenaufwand. Das. Okay, meine dritte Frage ist, wie würde denn, also in der letzten Grafik, wie würde man denn eigentlich diese Entropie messen? Also jetzt, ich habe es verstanden, das auszurechnen ist ganz schön kompliziert, muss viel nähern auch. Aber wie bekomme ich das im Experiment überhaupt heraus? Muss ich da Annahmen reinstecken auch? Bitte? Okay, das wird nächste Woche beantwortet, höre ich gerade. Ja? Ich hatte noch eine letzte Frage. Was war das? Habe ich jetzt vergessen. Später. Vielleicht darf ich ganz kurz eine Frage stellen. Bei dem Film fiel mir auf, die Metadynamik, die beschleunigt ja auch die Bewegung. Kann es passieren, dass man das Bias-Potential so unglücklich wählt, dass die Verweildauer in den nächsten Minima möglicherweise zu kurz wird, dass man die verpasst? Klar. Wir nehmen ja nur in einer bestimmten Frequenz nehmen wir Snapshots. Wenn die Bewegung zu schnell ist, dann verpassen wir die. Und wie macht man das denn in der Rechnung, dass man irgendwie... Wir machen Default sind, glaube ich, 20 verschiedene Metadynamiken mit verschiedenen Einstellungen, um genau alles abzudecken. Ja, genau, das ist ein reales Problem. Ja. Was aber realer ist, das Problem ist, dass man lokal kurzzeitig zu stark erhitzt und das Ganze auseinanderfliegt. Das sind ja kurzzeitige Temperatursprünge, die wir natürlich wegthermostatisieren, aber kurzzeitig wird das System sehr heiß. Wir versuchen das immer wieder auf 300 Kelvin runterzukühlen, aber das kann mal zwischendurch 1000 Kelvin sein, wenn Sie dann ein neues Bias-Potential anlegen und dann kann das schon mal auch dissoziieren. Also das muss man technisch vorsorgen. Ah, ich laufe. Ich weiß jetzt nicht, wer zuerst war. Ich fange mal hier vorne an. Danke. Ich habe natürlich auch direkt mehrere Fragen. Die erste ist, die geht um die Frequenz dieser Snapshots. Da gibt es ja sicher irgendwie eine optimale Frequenz. Woher weiß der Algorithmus, wie häufig, in welchen Zeitabständen er die Snapshots machen muss? Ja, das würde man denken, dass es sehr, sehr wichtig ist. Aber ist es tatsächlich nicht, weil es irgendwo doch eine untere Grenze in den typischen Molekülen gibt, wie schnell die sich bewegen.
Ja, das liegt an den typischen Massen und an den typischen Kraftkonstanten. Wir haben einen Default, der ist 100 Femtosekunden, Snapshot nehmen, und wenn Sie das auf 200 oder 300 setzen, dann kommt im Prinzip dasselbe raus. Das schließt dann die Frage von eben an, wenn Sie das nur mit verschiedenen Potenzialen, Bias-Potenzialen machen, dann decken Sie im Prinzip alles ab und wir schmeißen dann alle Trajektorien sowieso in einen Topf. Also wir versuchen das statistisch so gut wie möglich in alle technischen Parameter zu konvergieren. Ja, das sind technische Parameter der Methode, die jetzt erstmal so ein bisschen empirisch sind. Die natürlich ein bisschen auch von den Massen und von den Größen und so abhängen, ja. Okay, danke. Und die zweite Frage ist, wie ist die Laufzeit von so einem Algorithmus? Wie lange brauche ich, um, keine Ahnung, dieses Dekan zu berechnen? Ich könnte es Ihnen zeigen. Können Sie nochmal den... Also Dekan dauert vielleicht einen Moment so lange, aber Hexan... Ich will ja auch eigentlich mal zeigen, dass es wirklich simpel ist. Ne? Ich habe hier so ein... Ich habe hier eine Struktur vom Hexan. Ne? So. Und das dauert ungefähr eine Minute. Man sagt jetzt einfach Crest-Entrop. Und jetzt schalten wir mal das Kraftfeld an, weil das typischerweise mit dem Kraftfeld läuft. Jetzt sehen Sie, jetzt macht er die Metadynamik und die macht er parallel. Genau, da läuft es. Jetzt macht er die Geometrieoptimierung, das heißt, der nimmt jetzt packt die Dynamiken alle zusammen und macht jetzt 4000 Geometrieoptimierungen. Das machen wir zweistufig, um ein bisschen Zeit zu sparen. Leider müssen diese Geometrieoptimierungen sehr gut konvergiert sein, weil man diesen Strukturvergleich macht. Ne? Um Grothammeere und Konformeere auseinanderzuhalten, müssen die Strukturen sehr gut ins Minimum gebracht worden sein. So, jetzt macht er noch, in einem zweiten Schritt macht er eine Verfeinerung, dann hat er das Ensemble erstellt, dann wird gleich der Strukturvergleich gemacht, der aber relativ schnell geht. Sie sehen schon, das Entscheidende hier sind diese vielen Snapshot-Geometrieoptimierungen. Das ist der Bottleneck der ganzen Angelegenheit. Ja, jetzt wird der Vergleich gemacht und jetzt werden weitere Metadynamiken gestartet und jetzt macht er im Prinzip eine Extrapolation. Er versucht das Ensemble jetzt systematisch zu vervollständigen, bis die Entropie konvergiert ist. Da es beim Hexan nicht so viel Konformiere gibt, ist das jetzt in einer Minute durchgelaufen. So, jetzt wächst die Rechenzeit aber natürlich nicht linear mit der Systemgröße. Das heißt, für Dekan, ich meine, es dauert so auf dem Laptop eine Stunde oder so. Für das große C18 oder so mit 20 Kernen oder so einen Tag, würde ich sagen. Also es wächst sehr hochgradig nicht linear mit der Systemgröße. Einfach weil es wahnsinnig viele Konformiere gibt, wahnsinnig viele. Aber also Moleküle, die uns interessieren, sind zugänglich in einem Tag Rechenzeit auf einem normalen Rechner. Mit dem Kraftfeld. Ne? Wenn Sie jetzt eine teurere Potenzialenergiefläche reinstecken, dann ist das gleich der Fakt. Also wenn die 10-mal teurer ist wie mit einer Quantenchemie, dann ist die gesamte Rechenzeit 10 Minuten. Das heißt, es hängt alles an der individuellen Berechnung der Energie auf der Fläche zusammen und den Kräften natürlich. Vielen Dank für den schönen Talk. Ich hätte eine Frage zu der Elektronendynamik, die Sie auch berechnen. Und zwar, welche möglichen Verformungen von den Atomen sind quasi zugelassen? Weil in den Simulationen, also in den kleinen Snapshots, die Sie gezeigt haben, war der Abstand der Atome ziemlich konstant. Aber sie haben sich wild umeinander bewegt. Meinen Sie dieses Ethanolmolekül? Ich glaube ja. Ja, weil das eine Normalmode war, da haben sich eben die zwischenatomaren Abstände eben nicht geändert. Es gibt andere Normalmoden, wo die Streckschwingungen zum Beispiel, wo die Bindungsabstände sich sehr stark ändern. Ich habe Ihnen nur zwei Normalmoden gezeigt. Bei den tiefliegenden Normalmoden ändern sich im Wesentlichen, sind das Drehbewegungen von funktionellen Gruppen. Aber wir haben natürlich alle Moden da drin. Also wir haben auch Streckmoden, wo sich die Atome sehr nahe kommen und wo die sehr weit auseinander gehen. Die sind in harmonischer Näherung sehr gut.
Also werden die auch direkt in der elektronischen Struktur mit betrachtet, wenn für Elektronen? Ja, die Elektronenstruktur geht ja anders ein. In Born-Oppenheimer-Näherung erzeugen wir die Fläche zuerst mit einer Elektronenstrukturmethode und dann bewegen wir uns auf der Fläche und machen auch Quantenmechanik auf der Fläche. Also die Elektronenkoordinaten und die Kernkoordinatenbewegungen sind voneinander separiert. Immer. Und das ist eine extrem gute Näherung. Der Effekt ist winzig. Okay. Also nicht, man nennt das nicht Born-Oppenheimer-Effekte. Die sind praktisch vernachlässigbar für das, was ich hier heute erzählt habe. Okay, vielen Dank. Ja, der leichteste Kern ist Wasserstoff. Der ist ja 2000 Mal schwerer als das Elektron. Und dann sind die Zeitskalen einfach völlig getrennt. Also die Elektronen stehen still, also die Kerne stehen still, wenn sich die Elektronen bewegen, letztendlich. Stefan, vielen Dank. Kannst du kommentieren, wie der Effekt ist, wenn ich jetzt aus einem Molekül zwei Moleküle mache? Ist also dieser Effekt, dass ich einfach mehr Teilchen habe? Also ist der, wie ist der im Vergleich zu den Konformationen einzuschätzen? Ja. Wenn du aus zwei Molekülen eins machst, dann verringerst du ja die Entropie und du hast ein Entropie-Penalty, sozusagen mal minus eins sozusagen. Und der Hauptbeitrag davon ist der Verlust der Translation und Rotation. Und die werden dann eben entsprechend niedrig, normalerweise niedrig. Es kommt darauf an, was du generierst. Wenn du nicht kovalenten Komplex generierst, dann ist der Effekt aber auch schon sichtbar, dass du jetzt neue Schwingungen erzeugst, die aber eine relativ niedrige Frequenz haben. Und das hängt dann so davon ab, welche Frequenz die haben. Wenn du jetzt eine richtige chemische Bindung bildest, dann werden da ja hochfrequente Schwingungen draus. Dann ist es ganz anders, als wenn also diese 6, die du verlierst, die Freiheitsgrade, die Frage ist, in was wandeln die sich um? Also ein Penalty ist es in jedem Fall. Aber die Frage ist, wie groß ist der? Und der Penalty absolut ist erstmal größer als der Konformationsbeitrag. Ja, das gut, das Lösungsmittel kommt dann nochmal dazu, weil das natürlich auch seine Freiheitsgrade hat, ja. Ist an? Ja? Okay. Erstmal von mir auch danke für den schönen Vortrag. Ich habe ein bis zwei Fragen, kommt darauf an, was Sie zu der ersten antworten. Habe ich es richtig verstanden, dass die Rotation und Vibrationsbeiträge zur Zustandssumme jeweils nur für eine Struktur berechnet werden, also meinetwegen das globale Minimum, oder werden die für jedes einzelne Konformär berechnet? Gut, sehr gute Frage. Nein, die berechnen wir tatsächlich, Sie haben sehr gut aufgepasst. Da waren so Terme, so Strichterme, überstrichene Terme, das heißt, wir mitteln tatsächlich die harmonischen und die Rotationsbeiträge über die niedrigsten Konformäre, weil die Strukturen anders sind. Ja genau, das wäre nicht meine nächste Frage gewesen. Wenn jetzt irgendwo auf einmal eine Wasserstoffbrückenbindung zusätzlich auftaucht oder das Trägheitsmoment sich ändert, weil das Molekül sich zusammenfaltet oder so etwas. Ja, das haben wir drin. Okay, das drin. Ist es bekannt, wie groß der Unterschied dadurch ist? Bitte? Ist bekannt, wie groß der Unterschied dadurch ist? Ja, der Effekt ist klein, aber nicht vernachlässigbar. Also es ist auch nicht so wahnsinnig aufwendig, das zu rechnen, solange Sie nicht über das komplette Ensemble gehen. Wir gehen da nur über das konvergiert schnell, wir gehen nur über die tiefliegenden und dann ist der Effekt ist okay, ist gut zu rechnen und er ist schon da. Ja. Alles klar, Dankeschön. Ja, es gibt noch eine Frage hier vom Live-Chat. Und zwar stellt Johannes Orfall die Frage, sind die Force-Field-Rechnungen komplett bei den größeren Molekülen oder werden da auch weitere Näherungen gemacht, bei den Kopplungen zum Beispiel? Für die Energien sicherlich völlig irrelevant, oder? Ja, so ein Kraftfeld an sich ist natürlich eine einzige riesige, ich sag mal, üble Näherung, wenn man es genau nimmt. Aber da machen wir keine speziellen weiteren Näherungen. Die Potentialenergiefläche dieses Kraftfeldes ist halt relativ simpel, eben klassisch, keine Elektronen sind da oder fast keine. Und das ist halt für Alkan ist das sehr gut. Ja, also für das, was ich Ihnen gezeigt habe, ist das fast genauso gut wie eine Quantenchemie.
Aber wenn die Wechselwirkungen zwischen den Atomen schwieriger werden, also mehr polare funktionelle Gruppen, dann werden die Kraftfelder auch schlechter. Und dann hat man einen Fehler nicht nur in dem Sampling, also in der hat man alle Konformäre, sondern auch sind die Energien gut. Und wenn die Energien falsch sind, reicht es auch nicht, ist auch nicht ausreichend, alle zu haben. Also man hat zwei Probleme. Man muss alle haben, alle wichtigen haben und auch noch die Energien gut. Und im Kraftfeld kann man halt gut viele erzeugen, fast alle, aber eben die Energien sind so lala, sage ich mal. So, ich gucke mal weiter. Gibt es noch weitere Fragen? Ja. Sie hatten das ja jetzt nur in 2D gezeigt, wo wir das niedrige Potenzial haben und wir haben das dann gefunden, dieses Konformär, und dann kommt dieses Bias-Potenzial, um uns quasi da raus zu pushen und ein neues Minimum zu finden. Ist das lokal, dieses Bias-Potenzial? Weil ich könnte mir vorstellen, dass in der Nähe vielleicht noch andere niedrige Potenziale liegen, die fast genauso hoch sind, und wenn ich da jetzt ein Bias reinlege, dass ich die dann quasi verliere dadurch. Ja, das kann man sich vorstellen. Wenn Sie genau hingeguckt haben, wir haben unser Bias-Potenzial ist eine Gauss-Funktion. Ne, da haben wir erstmal einen Vorfaktor, mit dem wir die globale Stärke sozusagen einstellen können. Aber wir haben auch einen Vorfaktor im Exponenten. Das heißt, wir können dieses Bias-Potenzial auch sehr schmal machen. Und wenn Sie das sehr schmal machen, dann ist die Gefahr, dass Sie was Naheliegendes verpassen, eher klein. Und ich hatte ja schon gesagt, wir überstreichen mit diesem zwei Parametern so einen großen Bereich. Wir machen 20 Simulationen mit verschiedenen Ks und verschiedenen Alphas, Vorfaktoren, Exponentialterm, und dann decken wir so den typischen Bereich ab. Halt. Das ist ein bisschen empirisch, technisch. Ja. Aber Sie haben recht, ne? Wenn man es zu breit macht, dann verschmiert man das so stark, dass man aber auch was verlieren könnte. Gut. Ich schaue mich noch mal um. Ich sehe jetzt im Moment keine Fragen mehr. Im Chat gibt es auch nichts mehr. Ja, ich denke, dann bedanken wir uns nochmal ganz herzlich bei Stefan Grimme für den wunderbaren Vortrag. Und dann bleibt mir nichts weiteres übrig, als die Sitzung für heute zu schließen, aber nicht ohne meinen wertvollen Hinweis, dass wir also kommende Woche einen Beitrag haben aus der organischen Chemie diesmal, es klang schon so ein bisschen an, vom Professor Lützen, und ich verspreche Ihnen, das wird auch sicherlich ganz, ganz spannend. Also, einen schönen Abend wünsche ich Ihnen.